Ja, hallo, heute möchte ich einmal zeigen, wie man Weaver Plus in Cambio installiert, einrichtet und wo man die Daten dafür herbekommt. Zuerst navigieren wir im Admin-Bereich auf Module Zahlungsweisen und auf Paper 3 und dort dann auf Installieren und danach dann auf Konfigurieren. So, nun hat er die Seite geladen. So, dort wird dann angezeigt, was wir brauchen. Einmal die Client-ID und einmal die Secret-Schlüssel. Den wiederum erhalten wir direkt vom PayPal unter dieser Adresse. Einmal mit den bereits registrierten Daten einloggen. Und dann auf Dashboard. Hier muss zuerst ein Account angelegt werden. Über Create Account. Das Land auswählen. Ganz wichtig hier Business auswählen. Hier müssen dann die Daten rein für den PayPal-Zugang. Und bei den Kreditkarten kann man nun für keine Kreditkarte auswählen. Dann auf Create Account. Ich mache das in dem Fall nicht, weil ich schon registriert bin. Danach geht es auf My Apps, eine neue App anlegen auf Create App, zuerst einen Namen vergeben, zum Beispiel Shop 1. Und dann werden bereits die Sandbox-Daten angezeigt. Das ist eigentlich das nur zum Test, deswegen müssen wir auf Live klicken hier oben und einmal den ersten Schlüssel kopieren und im Shop einfügen. Dann noch einmal das Passwort, den geheimen Schlüssel und auf Schnittstelle einrichten. So. Im Idealfall kommt jetzt keine Fehlermeldung oder irgendwas anderes, sondern wird einfach so angezeigt. So, in dem Fall gibt es jetzt Probleme mit dem Darstellungsprofil. Das kann auch passieren. In dem Fall müsste man dann einmal hier unten klicken, einmal das Darstellungsprofil löschen und für den Standardprofil dann die deutsche Sprache auswählen. So, und dann kann man das schon mal testen. Dann kann man das testen, indem man erstmal auf Status aktualisieren klickt. Status gültig. Und im Warenkorb sollte es nun auch PayPal anzeigen. Sollte man eigentlich zu Paper geleitet werden, weitergeleitet. Es ist nicht mehr am Ende des Warenkorbs, sondern jetzt ist es genau in der Mitte. Und auch Rabatte und Sonderkosten werden hier nicht mehr mit aufgelistet. Die kommen dann erst am Ende trotzdem mit drauf, also auf Gutscheine, solche Sachen. So, mit seinem eigenen Account kann man natürlich nicht testen, aber zum einfachen Funktionstest reicht da schon aus. Damit war das eigentlich schon die ganze Einrichtung und ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen.